Amen. Epheser Kapitel 4, Vers 29. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Damit es den Hörern Gnade bringe. Also, der Titel meiner Predigt heute lautet, die Worte, die wir sprechen. Die Worte, die wir sprechen. Du musst nicht ausschlagen, die Bibel sagt in Matthäus 7, 24, ein jeder nun, der dieser meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Also das Wort Gottes ist die Grundlage für unser Leben. Ja, alles, was aus dieser Bibel kommt, dieser Botschaft, ist das Grundlage für unser Leben. Ohne die Bibel, ohne das Wort Gottes, gibt es kein Licht in dieser Welt. Ja? Gibt es keinen Christen, gibt es keinen Seelengewinner, gibt es keine Gemeinden. Ja? Im 17. oder 18. Jahrhundert gab es Missionare, ja? Die von den USA, Deutschland, Europa aus in Teile der Welt wie China, Indien, Afrika und auch zu den Eingeborenen auf einigen Inseln reisten. Ja? Und sie haben viel missioniert. Sie haben die Bibel übersetzt. Zum Beispiel, ich komme aus Indien, aus einem Teil, wo man die Sprache Telugu spricht. Ja? Und im 18. Jahrhundert kamen Missionare, baptistische Missionare aus den USA. Und sie haben dort gearbeitet. Sie haben das Evangelium verkündet. Und wegen dieser Baptisten gibt es die Bibel in meiner Muttersprache. Auf Telugu. Ja, preis den Herrn. Jahrelang waren sie von ihren Frauen und Familien getrennt. Diese Missionare. Das war echt schwer. Damals gab es kein Skype, kein WhatsApp, kein Videochat. Na? Stell dir vor, du bist in solcher Situation. Ja? Du bist ein Missionar im 18., 17. Jahrhundert. Du lebst gerade nicht mit deiner Frau zusammen, mit deiner Familie zusammen. Es gibt kein Handy, es gibt kein Internet. Wie haben die Menschen miteinander kommuniziert? Briefe, ja? Die Briefe, die man sich gegenseitig schreibt, sind genauso wichtig wie die Person selbst. Oder? Die Person ist nicht bei dir. Deine Frau ist nicht bei dir. Du kannst deine Frau nicht sehen. Du kannst sie nicht umarmen. Die Botschaft in diesem Brief ist für dich genauso wertvoll wie die Person selbst. Also? Die Bibel sagt, Jesus hat gesagt in Johannes 9,5, du musst nicht ausschlagen, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Ja, aber Jesus ist gerade nicht in dieser Welt, er ist mit seinem Vater im Himmel und er hat uns gesagt, er hat seinen Jüngern gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Genau, Jesus ist nicht jetzt körperlich in dieser Welt anwesend. Bis wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen, werden wir uns an sein Wort halten. Das ist genauso wertvoll wie Jesus selbst, sein Wort. Amen. Es ist genauso wertvoll wie Jesus selbst. Von 1. Mose bis Offenbarung ist die Botschaft der Bibel von gleichem Wert wie der Herr Jesus Christus. Deshalb glauben wir, dass die Bibel Gott ist. Nicht dieser ausgedruckte Buch, ja, nicht dieser Papier, das wäre dann Götzendienst, ja. Nicht das Material, sondern die Botschaft. Jesus ist das Wort Gottes. Am Anfang war das Wort war bei Gott, das Wort war Gott. Ja, Jesus ist das Wort Gottes. Also, viele Gemeinden, viele Christen, viele dieser EFG, FEG-Gemeinden haben in ihr Glaubensbekenntnis, wir glauben, dass die Bibel das inspirierte Wort Gottes ist, ohne Fehler, richtig, aber in den Originalschriften. Das ist, was die meisten sagen. Ja? Aber das hilft uns nicht. Ja, diese Aussage. Wir glauben, dass das Wort Gottes in alle Sprachen ausgegangen ist. Zu jeder Nation, jedem Stamm und jeder Sprache. Das Wort Gottes hat seine Inspiration nicht verloren. Als es in der King James Bibel zum Beispiel in Englische übersetzt wurde, in deutsche Sprache halten wir jedoch die Schlachter 2000 für die beste Bibelübersetzung. Wenn du Deutsch kennst, die Bibel, die du lesen sollst, ist Schlachter 2000. Bitte. Wenn du Hoffnung für alle hast, schmeiß es weg. Wenn du Elberfelder hast, schmeiß es weg. Wenn du Luther 2017 hast, schmeiß es weg. Wenn du NGU, NEU hast, schmeiß es weg. Sie kommen aus einer falschen Quelle.
Okay, Schlachter 2000 ist das beste Bibel. Ja, hatte Fehler. Ja, es gibt einige Fehler, aber das ist das Beste, das wir haben jetzt. Sie ist das Wort Gottes, Schlachter 2000. Ja, du musst nicht ausschlagen hier. Ich lese zwei Verse. Die Bibel sagt in Jesaja Kapitel 55, Vers 3, neigt eure Ohren und kommt her zu mir. So wird eure Seele leben. Hört, so wird, sorry, noch mal sagen. Neigt eure Ohren, kommt her zu mir. Hört, so wird eure Seelen leben. Denn ich will euch einen ewigen Bund gewähren, die Gnadengüter Davids, die zuverlässig sind. Hört meine Worte, sagt Gott. In Johannes 5, 24 sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben, kommt nicht ins Gericht, sondern ist vom Tod bis zum Leben hindurchgedrungen. Ja? Erlösung geschieht, wenn seine Gnade, okay, es gibt Gottes Gnade. Erlösung geschieht, wenn seine Gnade auf unsere Entscheidung für den Glauben trifft. Das ist der Moment, wenn du gerettet wirst. Ja? Wenn seine Gnade unsere Glaube trifft. Ja? Die Bibel sagt in Römer 10, 13, du musst dich ausschlagen, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Mit anderen Worten, die Erlösung erfolgt durch einen Austausch von Worten. Ja? Du hörst das Wort Gottes, du rufst seinen Namen an, du wirst gerettet. Ja? Weil sein Wort uns zur Verfügung steht, haben wir Erlösung, haben wir Reichtum, können wir Seelen retten. Können wir in Weisheit wachsen? Haben wir einen Sinn und ein Ziel in unserem Leben? Wegen seinem Wort, wegen des Wort Gottes. Du und ich, bloße menschliche Gefäße, tragen eine solche Kraft in uns, wenn wir das Wort Gottes zitieren. Ja? Jesus hat gesagt, zum Beispiel, die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Johannes 6, 63, das hat Jesus gesagt. Wenn wir als Christen Gott dienen, wenn wir unser Leben in Ordnung bringen, wenn wir den Heiligen Geist in uns haben und nicht nur das, wenn wir im Heiligen Geist wandeln, tragen die Worte, die wir sprechen, die Kraft Gottes in sich. Halte deine Finger in Epheser 4, ja? Und schlag auf Matthäus Kapitel 5. Matthäus Kapitel 5. Wir tragen eine solche Kraft in uns, Menschen zu retten und sogar ihr Leben zu verändern. Unsere Worte haben die Kraft Gottes. Matthäus Kapitel 5, Vers 13. Ich lese ab 13. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt nicht zu mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter, so leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Du und ich haben eine sehr wichtige Aufgabe in dieser Welt als Christen, als gerettete Christen. Du und ich besitzen einen großen Wert. Sollst du nie vergessen. Ohne dich und ohne mich gibt es kein Licht in dieser Welt. Du und ich haben die Worte, um Seelen aus der Hölle zu retten. Du und ich haben die Worte, um Leben zu verändern. Was für eine wunderbare Aufgabe wir haben. Ja? Die Welt erkennt uns nicht, natürlich. Ne? Die Welt erkennt unsere Arbeit nicht an, weil die Welt in Finsternis ist. Sagen, na, das sind blöde Menschen, was machen sie? Religioten, das ist, was sie sagen, weißt du? Ihr seid in Epheser 4, ne? Guck mal, Vers 29, wir haben das am Anfang gelesen. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Ja? Wir bleiben auf dieser Vers jetzt. Manche Leute sagen, sie gucken dieser Vers an, kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen. Hallo? Okay,
Du, Bruder Anselm, was haben die gesagt? Sie bezeichnen Menschen als Schwucheln, sie bezeichnen Menschen als Hunde, als Idioten, also schlechte Worte. Ja, aber was sagt die Bibel hier? Kein schlechtes Wort soll eurem Mund kommen. Lass mich ja, du sollst einfach genauer lesen. Guck mal, lese es genau. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern, es geht weiter, sondern was gut ist zur Erbauung. Gute Wörter sind für Erbauung. Was sind schlechte Worte? Schlechte Worte sind, sie erbauen Menschen nicht. Schlechte Worte sind Worte, die niemand erbauen oder nützen. Unabhängig davon, ob es sich um eine Art Schimpfwort handelt oder nicht. Du bist vielleicht ein sehr netter Mensch, dessen Worte immer freundlich sind. Aber wenn deine Worte die Menschen nicht erbauen, sind es schlechte Worte. Egal wie freundlich sie sind. Ja? Guck mal, wir neigen dazu, unsere Worte auf bestimmte Weise falsch zu gebrauchen. Ja? Wir können das Menschen tun. Wir können unsere Wörter in einer falschen Art und Weise gebrauchen. Zum Beispiel, wir können unsere Worte benutzen, um andere herabzusetzen. Oder wir können unsere Worte benutzen, um andere zu verletzen. Oh, ich bin ein sehr besserer Mensch, ich bin gut. Ja? Wir können unsere Wörter benutzen, um unser Stolz zu zeigen. Genau. Wörter können Beziehungen zerstören. Wörter können permanenten Schaden anrichten. Ja? Manchmal kann es zu spät sein, sich für deine Worte zu entschuldigen. Es ist zu spät. Du hast etwas Falsches gesagt. Ja? The damage is great. Du musst dich ausschlagen. Die Bibel sagt in Jakobus 3, 6. Und die Zunge ist ein Feuer, eine Welt der Ungerechtigkeit. So nimmt die Zunge ihren Platz ein unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und steckt den Umkreis des Lebens in Brand und wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt. Deine Zunge kann dein Leben zerstören. Nicht nur andere, auch dein Leben zerstören. Satan kann deine Wörter benutzen. Satan kann deine Zunge benutzen. Nicht nur, um andere zu zerstören, sondern auch, um dich selbst zu zerstören. Ja? Guck mal, Epheser Kapitel 4. Ihr seid in Epheser Kapitel 4, Vers 29. Bleibt dort, Vers 29. Es heißt ja, damit es den Hörern Gnade bringe. Das letzte Teil der Verses. Damit es den Hörern Gnade bringe. Unsere Standardmodus sollte eine Haltung der Gnade sein. Ja, wir sollen immer gnädig sein. Unsere Worte sollten immer gnädig sein, richtig. Die Gnade Gottes ist sehr geduldig. Ja? Gottes Gnade ist langmütig. Gottes Gnade ist vergebend. Gottes Gnade vergisst deine Übertretungen. Richtig? Guck mal, wir haben schon gelesen, kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung. Erbauung. Unsere Wörter sollen Menschen erbauen. Gnädige Wörter. Unsere Wörter sollen immer gnädig sein oder gnadenvoll sein. Guck mal, gnädige Worte ermutigen Menschen, die verletzt sind. Gnädige Worte ermutigen besiegte Menschen auf. Gnädige Worte verbinden zerschlagene Menschen. Gnädige Worte stabilisieren instabile Menschen. Als Christen, besonders wenn wir Seelen gewinnen gehen, gehen wir mit Gnade. Wir haben Gnade für Menschen. Wenn wir miteinander reden, wenn wir Gemeinschaft haben, sollen wir Gnade haben, ja? Durch unsere Worte ahmen wir Gott nach. Weißt du, wer wahre und gnädige Worte sprechen kann? Wer es richtig versteht? Nur diejenigen, die die Gnade Gottes wirklich verstanden. Nur wenn du Gottes Gnade verstanden hast, kannst du in deine Wörter gnädig sein. Viele Leute vermischen, gnädig zu sein, mit nett zu sein. Die sagen, oh, du bist so nett, oh, du bist so gnadenvoll, aber dieser Typ ist gar nicht gerettet. Ja, er weiß nicht, was das Evangelium ist. Ich werde einige Eigenschaften geben. Gnädige Wörter. Gnädige Worte sind nicht immer nette Worte. Gnädige Worte sind nicht immer nette Worte. Guck mal, nette Worte sind dazu da, dass du dich gut fühlst, oder? Wenn du eine schlechte Laune hast, wenn du traurig bist,
kommt jemand zu dir und sagt etwas Gutes, dass du gut fühlst. Das hat nichts mit Gnade zu tun. Gnädige Worte geben dir vielleicht kein gutes Gefühl. Ja, nicht immer, gnädige Worte müssen nicht immer gut sein. Gnädige Worte haben nicht immer mit guten Gefühlen zu tun, aber sie werden dir sicher gut tun, auch wenn sie nicht gut klingen. Sie helfen uns, Gott wohlgefällig zu werden. Gnädige Worte können harte Worte sein. Ich gebe einige Beispiele. Jesus sagt zu seinen Jüngern: O du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein und euch ertragen? Klingt das schön aus? Hat Jesus gesagt: Oh Mann, ey, wie kannst du so etwas sagen? Jesus. Ja? Oder Jesus sprach zu Petrus: Weiche von mir, Satan! Du bist mir ein Ärgernis, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Wie kann das nett sein? Ist das Jesus? Was ist los mit dir? Du klingst nicht wie Jesus. Ja, ist das, was die Menschen sagen? Guck mal, ich gebe ein Object Lesson. Beziehungen zu bauen, Freunde zu machen, ist wie ein Bankkonto zu eröffnen. Okay, wie geht das? Guck mal, du legst einen großen Betrag an und wenn du das Geld brauchst, zahlst du kleine Beträge aus, oder? So funktioniert Bankkonto. Zum Beispiel, wenn du 10.000 Euro bei der Bank einzahlst, kannst du bei Bedarf jederzeit kleine Beträge abheben, wenn du willst. Guck mal, einen Freund zu tadeln, einen Freund zu zurechtweisen, ja, ist wie eine Auszahlung. Du sollst zuerst sicherstellen, dass du genug in diese Freundschaft investiert hast. Dann kannst du manchmal auszahlen, weißt du, zurechtweisen. Guck mal, Jesus hat in seine Jünger viel investiert, viele Liebe investiert, viele Gnade, viele Mut, er hat viel ermutigt. Deshalb konnte er auch harte Aussagen machen. Der Apostel Paulus hat viel in die Gemeinden investiert, die er gegründet hat, und konnte sie deshalb scharf zurechtweisen. Also, guck mal, was war das letztendliche Ergebnis, dass Jesus hart zu seinen Jüngern war? Was war das Erfolg? Was war das, wie sagt man? Konsequenz, ja. Wir sehen, dass die Jünger Feuer für den Herrn haben, ja. Sie taten große Werke. Einige von ihnen wurden zu Märtyren für Jesus. Und sie haben nicht Jesus gehasst, weil Jesus so wütend war, weil Jesus so sauer war. Jesus war ganz sauer. Und normalerweise, was machen sie? Okay, wenn jemand sauer ist, oh, ich kann nicht mehr in dieser Gemeinde bleiben. Tschüss. Ich wollte irgendwo anders gehen, wo die Predigt einfach nett klingt. Ja? So, oder auf YouTube oder so auch immer. Sie machen eine Predigt an, okay, und dieser Predigt, der schreit, ja, und dann sagt, nee, das kann ich nicht hören. Puh. Ich würde lieber jemanden Joel Osteen hören, Johannes Hartel hören. Das klingt sehr schön. Ich habe gute Gefühle. Guck mal, nur weil du nett zu anderen bist, heißt das nicht, dass du gnädig bist. Politisch korrekt zu sein, bedeutet nicht, dass du gnädig bist. Viele Christen in Deutschland haben überhaupt keine Ahnung, was gnädige Worte sind. Sie sind einfach damit Gehirn gewaschen, wie sagt man, politisch korrekt zu sein, politisch korrekt zu sein, politisch korrekt zu sein. Und sie ignorieren das Wort Gottes. Sie ignorieren die Stimme Gottes. Gnädige Worte sind nicht immer nette Wörter. Lass mir sagen, gnädige Worte sind nicht immer einfache Worte. Es ist nicht einfach, gnädig zu sein. Ja? Zum Beispiel Beziehungen brauchen harte Arbeit, ne? Manchmal musst du die Leute konfrontieren. Ja? Du könntest in ein schlechtes Licht gerückt werden, wenn du jemanden konfrontierst. Ja? Die Leute sind vielleicht nicht von dir beeindruckt, wenn du gnädig bist, wenn du jemanden zurechtweist. Guck mal, die Bibel sagt in Epheser in der gleichen Vers: Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist. Wo es nötig ist. Weißt du, viele Menschen neigen dazu, ein Vokabular von Standardwörtern und Standardausdrücken zu entwickeln. Besonders wenn du in einer Leitungsposition bist, Führungsposition oder wenn du ein Prediger bist, kannst du dazu neigen, dich einen bestimmten Gedankengang
und bestimmte Sätze zu halten. Ja, wir sagen immer das gleiche Dinge, das gleiche Beispiele, gleiche Object Lessons, was auch immer. Und wir sollen das ändern, weißt du? Wir sollen über unsere Lieblingsgeschichten, Lieblingsfloskeln hinausgehen und Gott bitten. Wir sollen wirklich Gott bitten, Herr, hilfe mir. Gott bitten, uns bei unseren Gesprächen zu helfen. Schlag auf Kolosser Kapitel 4. Kolosser Kapitel 4. Es ist nur ein paar Seiten weiter. Kolosser Kapitel 4. Und Vers 6. Kolosser Kapitel 4, Vers 6. Genau. Ja, richtig. Euer Wort sei allezeit in Gnade. Richtig, das ist unser Thema, ja? Euer Wort sei allezeit in Gnade mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Ich gebe ein Beispiel, wenn du kochst, okay, ich koche gern, ich koche indisches Essen, Chicken Curry, Biryani und alles, ja? Oder Ashley weiß es. Guck mal, wenn du gerne kochst, bist du sehr wehrlich bei der Verwendung von Salz, oder? Wir testen, wir probieren, ja? Das soll immer die richtige Menge sein. Du wirfst es einfach in den Topf. Pff, das geht nicht, ja? Du bist sehr berechnend, du testest, du probierst, ja? Für jedes Gericht, das du zubereitest, brauchst du die richtige Salzmenge, ja? Guck mal, wenn wir ein Gericht mit der falschen Menge Salz verderben. Warum haben wir das gemacht? Hat das meistens damit zu tun, dass wir abgelenkt sind, oder? Wir denken über etwas. Ja, oder wir gucken auf das Fenster. Okay, ich habe vergessen, wie viel Löffel war das? Ja? Ja, manchmal, guck mal, wenn es darum geht, Gespräche mit anderen Menschen zu führen, ist Ablenkung ein Zeichen dafür, dass du nicht gnädig bist. Zum Beispiel, ich rede mit Bruder Kai hier und er sagt mir etwas und bin gerade abgelenkt. Ich gucke seine Schuhe an, es passt nicht wirklich. Seine Hose, ja, was auch immer. Aber er spricht etwas, ja. Das ist eine Ablenkung, das ist nur ein Beispiel, Bruder Kai. Manchmal sitze ich im Büro, es gibt diese Büro-Meeting. Ja, sie reden über ein Projekt und dann schaue ich einfach, oh, wie haben sie diese Beleuchtung gebaut, diese Kabine und alles, weißt du? Ablenkungen sind da. Das ist natürlich, das ist menschlich. Guck mal, wir leben in einer kaputten Gesellschaft. Ja, in einer kaputten Gesellschaft, die in Finsternis ist. Diese Gesellschaft fürchtet Gott nicht. Ja? Eine der Krankheiten ist diese Haltung, immer politisch korrekt und immer nett zu sein. Es gibt eine Krankheit. Zum Beispiel, es gab Leute, die mich zurechtweisen wollen. Okay, sie wissen, okay, Bruder Moses liegt falsch, ich muss ihn tadeln. Sie kommen zu mir und sagen, Moses, Bruder Moses, es ist so großartig, dass du so talentiert bist. Ja, außerdem bist du deiner Überzeugungen treu geblieben und hast eine solche Leidenschaft für Gott. Ja? Dein Eifer ist einfach so genial. Mann, du bist ein toller Mensch. Ja? Aber, dann kommt die Zurechtweisung, weißt du? Und dann sagen sie, okay, aber guck mal, du sollst. Ich finde, das stimmt irgendwie nicht. Ich hab nicht mit dieser Art und Weise nicht einverstanden. Ja? Ich sage nicht, dass diese Art von Ansatz unbedingt etwas falsch ist. Das ist nicht etwas falsch. Aber ich glaube, es kommt von der Welt. Das ist nicht biblisch. Ich habe so etwas in der Bibel nicht gesehen. Ja? Wir sehen diese Art von Gesprächen nicht in der Bibel. Guck mal, wenn du jemandem ein Kompliment machst, wenn du jemandem... Gibt es ein anderes Wort für Kompliment? Deutsch? Ja. Wenn jemand ein Kompliment macht, wird es schwierig, ihn im gleichen Atemzug zu korrigieren. Wenn du ihn bereits geschmeichelt hast, ja, kannst du nicht mehr zu 100% all dem gerecht werden, was du sagen wolltest. Ja, das ist schwer. Wenn du jemandem erst ein Kompliment machen musst,
zeigt das, dass du keine Liebe und Gnade in diese Person investiert hast. Wenn du immer etwas Kompliment, ein Kompliment sagen musst und dann zurechtweisen musst, du hast nicht viel in diese Person investiert. Ja? Vielleicht funktioniert diese Art von Kommunikation im Büro oder in einem beruflichen Umfeld. Aber unter Brüdern und Schwestern kann ich mir das schwer vorstellen. Weißt du? Ich habe auf der Baustelle gearbeitet, ja, als Gärtner. Und ich habe auch im Büro gearbeitet. Ich arbeite gerade im Büro. Und manchmal kommen die Leute, wenn sie mich etwas sagen wollen, ich habe etwas Fehler gemacht, sagen, nee, du hast das richtig gemacht, ja, das ist alles gut. Aber okay, das geht das. Aber auf der Baustelle, nee. Moses, Gas geben, schnell! Was machst du hier? Ja, sie kommen nicht zu, hey, du machst es gut, ja, schön. Aber nee, auf der Baustelle geht das nicht. Ja? Guck mal, wenn die Leute das machen, wenn du das immer machst, zu Leuten kommst, wenn du jemanden zurechtweisen willst, aber du bist immer nett, du machst ein Kompliment und dann verschwindet so viel Zeit. Es zeigt, dass du einfach selbstsüchtig bist. Du bist egoistischer Mann. Du bist nur daran interessiert, dich selbst gut aussehen zu lassen. Diese Person ist dir nicht wirklich wichtig. Guck mal, als ich damals angefangen habe, auf das Wort Gottes zu verlassen, ja, Seelengewinnen zu gehen, ja, als ich in dieser andere Gemeinde war, wurden viele Menschen, die nie eine Beziehung zu mir aufgebaut hatten, plötzlich zu meinen Ratgebern. Also ich muss mit dir reden, über was du sprichst, über was du postest auf Facebook, all diese Videos und Ding. Okay, wie heißt du nochmal? Ja, von der Gemeinde. Guck mal, wir leben in einem Land, hier gibt es ein Christentum in Deutschland, wo die meisten Christen sind nicht gerettet. Sie sind nicht gerettet. Sie sagen, ja, ich bin Christ, aber sie meisten sind nicht gerettet. Sie vertrauen auf ihre Werke, in den Himmel zu kommen. Sie vertrauen nicht zu 100% auf Jesus. Und sie glauben, dass sie das Heil wieder verlieren können. Sie sind nicht gerettet. Sie verstehen die Gnade Gottes nicht. Überhaupt nicht. Also, wenn sie die Gnade Gottes nicht verstanden haben, glaubst du, sie verstehen, was es bedeutet, mit Gnade zu sprechen? Die meisten Christen, die über Gnade reden, sie haben nicht einmal das Gnade Gottes verstanden. Und sie können nicht mit Gnade reden, Gnade sprechen. Manchmal gibt es auch Leute, die sagen, Moses, es kommt nicht darauf an, was du sagst, sondern wie du es sagst. Ja? Ja, es ist alles gut, was du sagst, es ist alles richtig, aber du sollst auch vorsichtig sein, wie du es sagst. Lass mich dir sagen, in den meisten Fällen, es war die Männer, die immer gesagt haben, die Männer von der Pastor kommen zu mir, der Leiter von Hauskreis damals kommt zu mir und sagt, du sollst wirklich aufpassen, wie du es sagst. Und ich habe das gemerkt, in den meisten Fällen, die Männer, die so etwas sagen, sind alle verweichliche Männer, Weichlinge. Ja, ich habe das irgendwie komisch gefunden. Natürlich, wenn Männer mit Frauen sprechen, gibt es bestimmte Parameter, wie du reden sollst, die man beachten sollte und umgekehrt. Natürlich, das wissen wir. Ich gebe ein Beispiel. Wenn jemand dir sagt, schäm dich. Ist das gut zu hören? Schäm dich. Alter, schäm dich. Oder du sollst dich schämen, was du gemacht hast, oder was du glaubst, oder was du lehrst. Wir sehen ein Beispiel. Paulus hat das gesagt. Paulus hat Leuten gesagt, schäm dich. Ich zeige dir 1. Korinther Kapitel 6. 1. Korinther Kapitel 6. Ich lese es Vers 1. Wie kann jemand von euch, der eine Beschwerde gegen einen anderen hat, sich bei der Ungerechten richten lassen, anstatt bei der Heiligen? Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wenn nun durch euch die Welt gerichtet werden soll, seid ihr dann unwürdig, über die allergeringsten Dinge zu entscheiden? Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Wie viel mehr die Angelegenheit dieses Lebens? Wenn ihr nun über Angelegenheit dieses Lebens Entscheidungen zu treffen habt, so setzt ihr solche zu Richtern ein, die bei der Gemeinde nichts gelten. Zur Beschämung sage ich euch. Zur Beschämung sage ich es euch. Demnach ist also nicht ein einziger Weiser unter euch, der ein unparteiisches Urteil fällen könnte,
für seinen Bruder, sondern ein Bruder führt Rechtsstreit mit dem anderen und das vor Ungläubigen. Es ist ja überhaupt schon ein Schaden unter euch, dass ihr Prozesse miteinander führt. Warum lässt ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lässt ihr euch nicht lieber übervorteilen? Zur Beschämung, sage ich euch. Und Vers 8, stattdessen übt ihr Unrecht und übervorteilt und dies gegenüber Brüdern. Ihr übt Unrecht. Guck mal, was passiert hier. Manchmal gehen wir vor Gericht, ja, um unsere Fälle zu regeln. Das passiert. Aber diese Leute in 1. Korinther, sie gehen vor Gericht, um Fälle gegen ihre eigenen Brüder in Christus zu regeln. Das ist echt schlimm. Einen Bruder gnädig. Warte mal. Und Paulus hinweist darauf und sagt, schäme euch. Was ist mit euch los? Einen Bruder gnädig zurechtzuweisen bedeutet, ihn an seine Berufung zu erinnern. Das ist, was Paulus macht hier. Ja? Hey, weißt du nicht, dass du ein Kind Gottes bist? Weißt du nicht, dass du im Licht stehst? Weißt du nicht, dass du auf dem Weg zum Himmel bist und an der Belohnung teilhaben wirst? So sollen wir jemanden zurechtweisen, weißt du? So sehe ich das. Wenn du jemanden, einen Bruder, tadeln willst, sollst du erinnern, hey, hast du vergessen, wer du bist? Du bist ein Kind Gottes. Hast du deine Berufung vergessen? Hast du vergessen, dass du Seelen retten kannst? Was ist los mit dir? Das ist die richtige Art und Weise, einen Bruder zu tadeln. Nicht einfach Komplimente zu sagen, oh, du bist schön, du bist... Die Bibel sagt, es gibt einige Leute, einige Brüder, die von der Gemeinde ausgeschlossen werden, wenn sie so und so Sünde tun. Würdest du ihnen gehen und komplimentieren zuallererst? Das geht nicht. Ich glaube nicht, dass es gut ist, einer Person ein Kompliment zu machen, bevor man sie tadelt. Ja, das glaube ich nicht. Das ist meine Meinung. Das Problem ist, wenn du der Person zuerst ein Kompliment machst, wirst du nicht in der Lage sein, eine vollständige und richtige Zurechtweisung zu erteilen. Es wäre eine sehr diplomatische Zurechtweisung. Diese Haltung, erst ein Kompliment machen und dann tadeln, zeigt, dass du ein Feigling bist. Du willst nicht, dass er schlecht von dir denkt. Du willst unbedingt ein netter Mensch sein. Guck mal, versuch nicht, netter zu sein als Jesus. Ja? Ich zeige ein anderes Beispiel. 1. Korinther, Kapitel 15. 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 32. Ihr seid schon in 1. Korinther, Kapitel 6. Geh weiter auf Kapitel 15. 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 32. Wenn ich als Mensch in Ephesus mit wilden Tieren gekämpft habe, was nützt es mir, wenn die Toten nicht auferweckt werden? Lass uns essen und trinken, dann morgen sind wir tot. Also, wo spricht Paulus hier? Es gibt einige Leute in der Gemeinde, die die Auferstehung ablehnen. Sie sagen, okay, Auferstehung gibt es nicht. Und das ist natürlich eine Irrlehre. Und sagt, wenn das richtig wäre, dann würde ich sagen, lass uns essen und trinken, dann morgen sind wir tot. Und Vers 33, lasst euch nicht irreführen, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Werdet doch wirklich nüchtern und sündigt nicht, denn etliche haben kein Erkenntnis Gottes. Das sage ich euch zur Beschämung. Er sagt hier nochmal, schäme euch, schäme dich. Das sage ich euch zur Beschämung. Also, was ist mit diesen Menschen los? Sie hören auf falsche Lehre. Und er sagt dir, schäme dich. Die predigen, dass es keine Auferstehung gibt. Er sagt, hey, ihr steht in Verbindung mit den falschen Leuten. Du hörst auf Lothar Gassmann, schäme dich. Ja, tu das nicht. Also natürlich, wenn du beim Seelengewinnen, so sollst du nicht sagen. Ja? Okay, guck mal, die Bibel sagt in Galater, Kapitel 1, Vers 8, du musst dich ausschlagen. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkünden würden, als das, das wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Wie wir es zuvor gesagt haben, sage ich auch jetzt wiederum, wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Wenn jemand ein falsches Evangelium bringt, ein falsches Evangelium predigt,
der sei verflucht. Ich gebe ein paar Beispiele weiter. Also, manchmal stellen Menschen diese Frage, warum schimpft die andere Menschen? Moses, du, der Anselm Urban, ihr schimpft Menschen manchmal in eure Predigten. Warum tut ihr das? Zum Beispiel, warum nennt ihr manche Prediger beim Namen und warum beschimpft ihr sie? Warum setzt ihr in einen Teufelshörner auf beim Hochladen? Ja? Guck mal, wenn du denkst, dass wir radikal sind, wenn wir sie beschimpfen und lächerlich machen über diese falsche Lehre, guck mal, dann und du das nicht zu schätzen weißt, zeigt das, dass du nicht verstehst, wie schrecklich die Hölle ist. Es gibt eine Hölle, ja, wo man für ewig brennt. Ja, das Schlimmste, was man vorstellen kann. Ewiger Feuer, ewige Verderben. Wenn man dorthin kommt, es gibt keinen Weg davon, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Qualen. Und es gibt diese Menschen, es gibt diese Irrlehrer, wie Olaf Latze, wie Lothar Gaspar, wie Johannes Hartl, die führen Menschen in die Hölle. Sie reisen Massen mit sich in die Hölle. Also wenn du Menschen liebst, wenn du weißt, wie schrecklich die Hölle ist und du sagst, ich habe Liebe für Menschen, wie kannst du diese Irrlehre nicht verfluchen, nicht beleidigen? Ich hasse diese Menschen, ich hasse diese falschen Prediger, die ein falsches Evangelium predigen. Sie führen Menschen in die Hölle. Und wie kann ich gnädig mit diesen Menschen sein? Weißt du, es gibt in Hosea Kapitel 9, Gott sagt, ich liebe euch nicht mehr. Also Gott ist Liebe, Gott hat dieser Welt geliebt. Aber es kann ein Punkt kommen, wenn die Leute immer wieder die Wahrheit ablehnen. Sie sagen, das will ich nicht, das will ich nicht. Und irgendwann kommt ein Punkt, wenn Gott sagt, okay, ich lehne dich ab. Ich lehne dich ab. Und sie werden verworfen. Und ich glaube, dass viele dieser Irrlehrer sind verworfen. Verworfene Menschen. Sind voller Stolz. Sie können sich nicht korrigieren. Und wenn Gott ihnen keine Gnade mehr zeigt, warum sollen wir mit dieser Menschen gnädig sein? Manchmal, lass mich ja sagen, gnädig zu sein bedeutet, dass manchmal wir mit einigen Menschen nicht gnädig sind. Weil wir wollen gnädig sein zu vielen unschuldigen Menschen, deswegen habe ich keine Liebe für diese Irrlehre. Guck mal, zum Beispiel, unsere Gemeinde ist bekannt, wofür wir stehen. Wir haben eine starke Meinung gegen diese Homosexuellen und alle Leute. Ja? Und manchmal stellen diese Frage, warum bezeichnet ihr diese Menschen als Schwuchtel? Das ist ein Schimpfwort, Moses. Ja, warum sagt ihr das? Lass mich dir etwas sagen. Okay? Guck mal, wenn du die Bibel liest, ist es ganz, ganz, ganz offensichtlich, dass Gott homophob ist. Jeder weiß das, auch die Atheisten wissen das. Sie sagen, okay, ich glaube nicht an die Bibel, weil Gott so homophob ist. Ja, okay, du hast es richtig verstanden. Ja, leider verstehen viele Christen das nicht. Ja? Guck mal, dieser Menschen als Schwuchtel zu bezeichnen, laut Bibel, laut Gottes Wort, laut Jesus, es zählt nicht als Sünde. Gott wird dich nicht bestrafen, wenn du diese Menschen als Schwuchtel bezeichnest. Aber lass mich dir sagen, der Staat wird dich dafür bestrafen. Die Regierung wird dich dafür bestrafen, wenn du diese Menschen beschimpfst. Und weißt du was? Als Christen versuchen wir, das Beste zu tun, die Regeln, die Gesetze des Landes zu folgen. Aber wenn du sagst, Moses, ich bin ein Prediger, ich muss das unbedingt das sagen, die Wahrheit sagen, jemand soll hinter den Pult stehen und die Wahrheit sagen, egal was die Welt denkt. Weißt du was? Ich würde sagen, okay, es wird dann Konsequenzen geben für dich. Aber wenn du das tun willst und du sagst, okay, die Konsequenzen sind mir egal, ich will auf die Wahrheit treten, so in dieser Art und Weise predigen, dann ja, tu es. Aber du wirst Konsequenzen haben. Wenn du zum Beispiel Sven Lehmann etwas beschimpfst, du wirst Konsequenzen haben. Ja? Das wissen wir. Also das ist deine Entscheidung. Aber lass mich ja sagen, laut der Bibel, dieser Menschen zu schimpfen, zählt nicht als Sünde, aber laut der Regierung, laut der Staat,
kannst du bestraft werden. Verstehst du? Ja? Das wollte ich einfach sagen. Also, was ist mit diesem Wort Bastarde? Kennst du dieses Wort Bastarde? Bastardkinder? Ja? Die Bibel verwendet dieses Wort Bastarde. Zum Beispiel, wenn jemand außer Ehe geboren wird, ein Kind außer Ehe geboren wird, ist das Zeichen dafür, ist Bastardkind. Ja? Aber nennen wir das, wenn wir zu Menschen gehen, hey, das ist Bastardkind, was ist mit dir los? Natürlich nicht, das ist blöd, das hilft nicht. Ja? Guck mal, es gibt so viele Menschen in dieser Welt, sie wissen nicht das Wort Gottes, sie wissen nicht, dass Ehe ein wertvolles Ding ist. Viele Leute haben eine Freundin, sie machen Unzucht, sie gebären Kinder. Und wenn wir Seelengewinnen gehen, wenn wir diese Menschen treffen, natürlich sagen, hey, du bist ein sündiger Mensch. Nein, wir sagen, hey, wir haben alle gesündigt. Manche Leute haben größere Sünde begangen, manche haben kleinere Sünde begangen. Du musst einfach an Jesus glauben, egal was du in deinem Leben gemacht hast. So kriegst du eine Lösung. Aber guck mal, wenn zum Beispiel, wenn jemand in der Gemeinde, du bist in der Gemeinde für ein Jahr lang, zwei Jahre lang, du weißt alles, was wir predigen, du bist mit uns beim Seelengewinnen. Und dann plötzlich hast du eine Freundin und da hast ein Baby. Du bist nicht verheiratet. Dann ist es ganz anders. Das ist etwas ganz anderes. Dann werden wir dich zurechtweisen. Ja, hey, es tut mir leid zu hören. Und du sagst, hey, ich habe ein Baby jetzt. Oh, das ist traurig, Mann. Was hast du gemacht? Du wusstest, was in der Bibel steht. Ja? Ich wollte einfach das als Beispiel sagen. Das sind richtige Worte, gnädige Worte, ja. Ich war beim Seelengewinnen letzte Woche hatten wir einen Marathon, ja. Und wir haben dieser Typ getroffen auf der Straße, ja? Hat diese Flyers verteilt. Und wir haben mit ihm gesprochen, er gehört zu dieser Bibelgemeinde Pforzheim, denke ich. Aber dieser Typ war gerettet. Er hat das richtige Evangelium. Ich glaube, ja, ich kann das nie verlieren. Richtig, was du sagst. Ich habe auch Jakobus 2 gezeigt, was die Leute gern verdrehen. Ich habe ihn erzählt von Römer 4 und er hat gesagt, ja, stimme zu, richtig. Und ich habe ihm gesagt, dann warum gehst du in diese Gastmann-Gemeinde? Er predigt, dass man das Heil wieder verlieren kann. Warum gehst du in seine Gemeinde und sagst, naja, er hat eine andere Meinung, eine andere Lehrmeinung. Weißt du, ich würde nicht sagen, dass er ein falscher Prophet ist. Ist immer noch ein Bruder in Christus. Aber nee, er ist nicht. Guck mal. Ich gebe ein Beispiel. Er hat auch so etwas gesagt. Ich habe einige Predigten von Bruder Anselm gehört, online. Aber ich kann es nicht hören. Er war ein Weichling, ehrlich gesagt. Ich kann es nicht hören, wenn ich diese Predigten höre. Er ist so beleidigend. Er war ein Mann. Ja? Das ist eine Krankheit in dieser Welt heute. Die Männer werden zu Frauen. Sie reden nicht wie Männer. Ja, sie reden wie Frauen. Ich kann es nicht hören. Also, ich habe in 2018... ein Predigt von Pastor Anderson gehört. Ja? Ich habe so viele Predigten von ihm gehört. Und damals war ich kein Seelengewinner. Ich bin gar nicht Seelengewinn gegangen. Und ich wusste, dass das, was Gott uns befohlen hat, zu tun. Und ich war gerettet, ich habe das Evangelium richtig verstanden. Und als ich diese Predigt gehört habe, Pastor Anderson hat gesagt, hey, wenn du den Heiligen Geist hast, wenn du Seelengewinne nicht gehst, wenn du nicht zu Menschen gehst, das Evangelium zu verkünden, schäm dich. Schäm dich. Und ich war vor der Rechner und dachte, schäm dich, was soll ich tun? Echt? Und ich habe eine Bibel rausgerollt, die Verse markiert. Und ja, das hat mich wirklich motiviert, Seelengewinnen zu gehen. Weil das ist die Wahrheit. Wenn du nicht Seelengewinnen gehst, schäm dich. Du hast den Heiligen Geist. Du kannst Menschen mit deinen Worten retten. Du kannst das Evangelium erzählen, damit die von der Hölle gerettet werden. Und sie werden auf den... Das kannst du tun. Und wenn du das nicht tust, schäm dich. Guck mal, Jesus hat Menschen beleidigt. Zum Beispiel, Jesus hat gesagt, gebt das Heilige nicht den Hunden und werft eure Perlen nicht von der Säue. Hat er über buchstäbliche Hunde und Säue gesprochen? Nee. Er hat über Pharisäer gesprochen, Menschen. Er hat gesagt, sie sind Hunde. Sie sind Schweine. Ja, Jesus wurde ein Geldstrafe kriegen. 2023.
Genau, Matthäus 23 sagt, Jesus sagt ganz in einer lauter Stimme, muss nicht ausschlagen, aber wehe euch, ihr schriftgelehrten Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Reich der Himmel vor den Menschen zuschließt. Ihr selbst geht nicht hinein und die hinein wollen, die lässt ihr nicht hinein. Das hat Jesus gesagt zu den Pharisäern. Und was ist passiert? Was war das Volk? Sie haben Jesus getötet. Ja? Und Lothar Gassmann, ich will heute ein bisschen über Lothar Gassmann reden, ja, der Irrlehrer von Bibelgemeinde hier. Er selbst ist nicht zu 100% sicher, dass er in den Himmel kommt. Ja, er sagt über Heilsgewissheit und was auch immer, aber er glaubt, dass man das Heil wieder verlieren kann. Ja, er sagt diese Abfall, Jesus wieder erneut kreuzigen, was auch immer, er nimmt diese Verse raus von dem Kontext. Ja, und er lässt die Menschen an ihrer Errettung zweifeln. Die Menschen, die ihn hören, denken, ah, okay, dann ich kann nicht so zu 100% sicher, ob ich nicht mehr komme, ich kann abfallen. Ja, das ist schrecklich. Ja, Menschen, die ihm zuhören, zweifeln daran, ob sie schließlich in den Himmel kommen werden oder nicht. Guck mal, was hat Jesus gesagt? Ich werde ein paar Verse zitieren, du musst nicht ausschlagen. Die Bibel sagt, Jesus hat gesagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Und Jesus hat gesagt, Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Und was sagt Johannes, 1. Johannes 5, 13? Dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt in den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Du kannst jetzt wissen, dass du ewiges Leben hast. Jetzt. Jesus hat gesagt, wer an mich glaubt, hat ewiges Leben. Wenn du an Jesus glaubst, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist, Jesus ist für mich gestorben, Jesus hat das bezahlt, was ich verdient habe, Jesus hat das gute Teil getan auf das Kreuz, er starb für mich, er lebt heute. Wenn du an ihn vertraust, ich vertraue Jesus, ja, ich glaube, dass du für mich gestorben bist, deswegen komme ich in den Himmel, wenn ich sterbe, würde ich nicht in die Hölle gehen, wie ich es verdient habe, ich würde in den Himmel kommen. Wenn du das glaubst, in diesem Moment bist du wiedergeboren. Du kriegst einen neuen Geist in dir, der nicht sündigt. Dieser Geist kann nie sterben. Dein Fleisch sündigt, ja. Weißt du, danach, wenn du gerettet wirst und danach, wenn du weiterhin in Sünde lebst, wird Gott dich in diesem Leben bestrafen. Ja, aber du wirst nie in die Hölle kommen. Du bist auf dem Weg in den Himmel, das wird nie ändern. Und die Bibel sagt, du kannst jetzt wissen, dass du ewiges Leben hast, wenn du an Jesus glaubst. Ewige Sicherheit, Heilssicherheit. Weißt du, was Gnade bedeutet? Wenn wir sagen, ich habe Gnade für Menschen, Gnade ist Lothar Gassmann zu beleidigen. Gnade ist Lothar Gassmann zu entlarven, ihn zu schimpfen und seine Söhne des Hölles. Er reißt Menschen in die Hölle. Was sagt die Bibel? Die Bibel sagt, ich werde ein paar Verse zitieren, in 2. Petrus Kapitel 2, Vers 1. Es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die heimlich verderbliche Sekten einführen, indem sie sogar dem Herrn, der sie gekauft hat, verleugnen und sie werden ein schnelles Verderben über sich selbst bringen. Sie verleugnen das Evangelium. Und ich lese einen Vers von 5. Mose, Kapitel 13, Vers 6. Einfach hör mir zu, dieser Vers, ja? Ein solcher Prophet aber oder ein solcher Träumer soll getötet werden, weil er Abfall gelehrt hat von dem Herrn, eurem Gott, der euch aus dem Land Ägypten geführt hat und dich aus dem Haus der Knechtschaft erlöst hat. Er hat dich abbringen wollen von dem Weg, auf dem zu gehen, der Herr, dein Gott, dir geboten hat. So sollst du das Böse aus deiner Mitte ausrotten. Ein falscher Prophet, der Dinge sagt, der Gott ihm nicht gesagt hat, der die Bibel verdreht, die Alte Testament sagt, laut Gottes Gesetz, dieser Typ soll unbedingt getötet werden. Ja, das glaube ich. Natürlich, wir leben nicht in einem Land, wo
zum Beispiel Deutschland, Europa, viele Länder in der West, die folgen nicht Gottes, sie haben keinen Respekt vor Gottes Gesetz, sie haben ihre eigenen Gesetze. Aber wenn ein Land gibt, die das Gottesgesetz verfolgt, sie werden falsche Propheten töten. Nicht, würde sagen, Amen. Weil sie reißen viele Menschen in die Hölle. Wenn dieser Mensch getötet wird, weißt du, wie viele Menschen von der Hölle gerettet werden können? Und du sagst, na, wir sollen, wir sind auch immer Brüder, wir sollen Respekt vor Lothar Gassmann haben, wir sind auch Brüder. Nee, du bist bescheuert, du bist ein Idiot. Und ich werde, ja, schlag auf Jakobus Kapitel 4. Jakobus Kapitel 4. Wie sieht diese Gnade aus? Jakobus Kapitel 4. Lass mich hier selber das Haus schlagen. Ich lese Kapitel 4, Vers 6. Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt, darum spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Hier sagt die Bibel, dass Gott den Demütigen Gnade gibt. Was macht er mit Hochmütigen? Gibt er auch ihm eine Gnade? Nee. Lass mich dir sagen, ich bete dafür. Ich hoffe. Ich würde sagen, Jesus, wenn ich heute bete, lieber Jesus, bitte möge Lothar Gassmann in sein Gehirn Krebs kriegen, sobald wie möglich sterben und für alle Ewigkeit in die Hölle brennen. Dieser Typ verführt Menschen in die Hölle. Und ich bin gnädig, wenn ich sage, wenn ich so etwas sage, so eine Aussage sage. Vielleicht viele Leute haben ein Problem damit. Sagen, wie kannst du etwas sagen? Wie kannst du toten? Hey, lies die Bibel. Hast du die Bibel nicht gelesen oder was? Wie Gott ausklingt. Und das letzte Vers, Sprüche Kapitel 15. Sprüche Kapitel 15. Ich schlage auf Sprüche Kapitel 15, währenddessen lese ich aus Sprüche Kapitel 11, Vers 30. Die Frucht des Gerechten ist ein Baum des Lebens und der Weise gewinnt Seelen. Wir wissen dieser Vers, ja? Und guck mal, Sprüche 15, Vers 4. Eine heilsame Zunge ist ein Baum des Lebens. Ist aber Verkehrheit an ihr, verwundet sie den Geist. Eine heilsame Zunge ist ein Baum des Lebens. Wenn du mit dieser Worte zu Menschen kommst, das Evangelium erzählt, das ist eine Eigenschaft, ein Baum des Lebens. Ja? Guck mal, ich gebe einfach einen Tipp, wenn du Seelen gewinnen gehst, natürlich, wenn du Menschen triffst, die von dieser Bibelgemeinde kommen, sag nicht einfach, hey, der Lothar Gassmann ist ein Hund oder was auch immer. Das ist die Wahrheit. Ich würde sagen, einfach das Evangelium erzählen. Zuerst das Evangelium erzählen. Sei du, dass er heilig verlieren kann von der Bibel. Und am Ende sagen, hey, guck mal, der Lothar Gassmann, dein Hero, deine Gemeindeleiter, er glaubt das nicht. Ja, Jesus sagt, wenn du an mich glaubst, du kannst nie wieder sterben, aber Lothar Gassmann sagt, du kannst wieder sterben. Wer hat recht? Sollst du sagen, aber wenn du sofort zu ihm kommst, hey, Lothar Gassmann ist ein Heuchler und das und das, vielleicht werden diese Leute sagen, okay, ich werde dich nicht hören. Dann bringt es das nicht, ja? Einfach. Aber ich würde sagen, aber zuerst sicherstellen, dass du dieser Mensch das Evangelium erzählt hast. Ja? Lass uns jetzt beten.